Als Willibald Mitte des 8. Jahrhunderts der erste Bischof von Eichstätt wird, hat er bereits ein bewegtes Leben hinter sich. In jungen Jahren pilgert er zunächst von England aus ins Heilige Land. Über Umwege kehrt er nach Europa zurück und bleibt schließlich in Monte Cassino hängen. Dort schließt er sich den Benediktinern an und hilft beim Wiederaufbau des Klosters. Trotzdem wird Willibald nicht sesshaft. Er ist weiter offen für den Ruf Gottes, erklärt der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke. Als ihn der Papst in die Mission nach Germanien sandte, da sagte Willibald, wo immer du mich hinsendest, dorthin will ich gehen und wäre es an das Ende der Welt. Also er hat eine unwahrscheinliche Bereitschaft in sich gehabt, den Willen Gottes zu suchen und dem Willen Gottes und damit den Menschen zu dienen. Im Jahr 740 kommt Willibald in Eichstätt an und legt einfach los, obwohl die Umstände fürs Missionieren dort auf den ersten Blick ziemlich miserabel sind. Es war ja nichts, es war Pampa, würden wir sagen. Und Willibald hat geduldig das Wort Gottes verkündet, geduldig Menschen gesammelt. In seiner Vita, die Nonne Hugeburg zu Lebzeiten geschrieben hat, da wird er mit einer Biene verglichen. Er hat den Eifer einer Biene gehabt, er hat wahrscheinlich auch die Beweglichkeit einer Biene gehabt und ich denke, er war wie die Biene auf die Sonne hin orientiert und die Sonne war Christus und sein Evangelium. Willibalds Fleiß wird schließlich belohnt. Um 748 kann er das Bistum Eichstätt gründen und baut den ersten Dom. Auch als Bischof sorgt Willibald dafür, dass das Christentum sich in Bayern weiter ausbreitet. Mit seinem Nachfolger im Bischofsamt verbinden Willibald vor allem zwei Dinge. Gregor Maria Hanke ist wie Willibald auch Benediktiner. Und dann ist da noch der Dom, der den Kontakt zwischen den beiden nicht abreißen lässt. Mich ergreift es jedes Mal, wenn ich auf der Bischofskathedra hier im Dom bin, auf dem Bischofsstuhl. Der ist ja gegenüber dieser wunderbaren Statue von Leuhering, die den heiligen Willibald darstellt. Und wir schauen uns da sozusagen immer ins Angesicht. Und das ist für mich ein jeweils und immer neu bewegender Moment. Doch der heilige Willibald gehört zu meinen Lieblingsheiligen. Und einmal im Jahr pilgern die Gläubigen gemeinsam zum heiligen Willibald in den Dom, in der Willibaldswoche, die immer rund um den Todestag des Eichstätter Bistumspatrons am 7. Juli stattfindet. Thank you.